Hallo, ich bin Max Gotzler und in dieser Folge der Flowgrade Show spreche ich mit Dr. Simone Koch, einer Immunexpertin aus Berlin, rund um den Coronavirus und alle möglichen Fragen, die gerade so aufkommen. Kann denn tatsächlich das Glas Wasser den Virus in den Magen befördern und dort vernichten? Schadet die Einnahme von Ibuprofen? Diverse Themen, die gerade so rumschwirren, werden behandelt in dieser Folge. Simone ist jemand, dem ich hier sehr vertraue, die sich sehr, sehr stark informiert und auch mit dem Virus zu tun hat, die selber zwei kleine Kinder zu Hause hat. Wir sprechen daher auch über Empfehlungen für Schwangere, für kleine Kinder, für Ungeborene und so weiter. Alles Mögliche rund um die aktuelle Situation. Ich hoffe, es ist enorm wertvoll für dich. Wenn es wertvoll ist, dann bitte teile es mit deinen Bekannten, mit deinen Freunden. Ich denke, diese Informationen müssen raus in die Welt. Wir wollen informieren und wir wollen, dass du möglichst gute Entscheidungen triffst auf Basis von den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann wende dich auch gerne an mich. Ich leite sie auch gerne an Simone weiter. Jetzt ohne viele weitere Worte. Viel Spaß. Go for Flow. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Hallo Simone, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder in der Flowgrade Show bist, bereits zum dritten Mal. Und ich muss die Zuschauer und Zuhörer vorwarnen, denn die zweite Episode von uns ist noch nicht mal online. Aber aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns jetzt entschieden, mal uns über den Coronavirus zu unterhalten und auch die ganzen Themen drumherum, die Mythen, die Fragen, die aufgekommen sind, wo Leute einfach unsicher sind. Und kurz vorab, vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen, damit Leute wissen, warum ich dich jetzt dazu frage. Ja, also, warum jetzt gerade ich? Also ich bin Ärztin, das nehme ich vielleicht so ein bisschen, wobei man sagen muss, dass ja schon einige Kollegen auch im Augenblick ja aus meiner Sicht zum Teil ganz schön dummes Zeug erzählen in einigen Videos im Netz. Ich bin keine Virologin, das will ich als Ausschluss da gleich mal davor setzen, wobei Virologen auch keine Ärzte sind. Aber ich beschäftige mich sehr viel mit dem Immunsystem. Ich bin Ärztin in Berlin in eigener Praxis und habe mich spezialisiert auf Autoimmunerkrankungen, habe deswegen sehr viel mit dem Immunsystem zu tun und habe mich halt sehr intensiv jetzt einfach mit dem Thema auch persönlich auseinandergesetzt und auseinandersetzen müssen, wie alle. Und ich bin halt sehr aktiv in der Szene, so was kann man tun, um sein Immunsystem zu stärken und für sich auch was machen und so weiter. Und das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ich hoffe, das hilft. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde dich noch viel, viel mehr verkaufen. Also du wirklich liest und siehst alles und hast dich so sehr mit dem Thema beschäftigt und auch in deinem Alltag hast du sehr viel damit zu tun, hast die ersten Personen auch in deinem Umfeld eben, die mit der Krankheit in Berührung kamen. Und deswegen, also ich kenne wenige, die sich so umfangreich befasst haben mit dem Thema und auskennen. Und du hast wirklich zu allem eine Meinung. Und deswegen habe ich einen Haufen Fragen an dich, auch im Namen vieler meiner Leser und Zuhörer. Denn heute haben die Grenzen zugemacht, die Schulen sind zu, es ist so eine Lage, wo es so ein bisschen bedrückend ist, wo viele vor etwas Angst haben, aber keiner sich so wirklich bewusst ist, wovor genau. Und das wäre jetzt auch gleich meine Einstiegsfrage. So, aus deiner Sicht, was ist die aktuelle Situation und womit müssen wir im Moment rechnen? Also ganz pauschal. Ja. Also ich bin grundsätzlich, das wissen auch alle, die mich kennen, überhaupt kein Freund von Panikmache. Ich bin ein sehr rationaler, logischer Mensch. Aber ich finde, man muss halt sich mit Dingen einfach auch eher realistisch auseinandersetzen und gucken, was ist das. Und was ich halt ganz viel gefragt werde bei Instagram und so weiter, ist halt, wie kann ich mich vor der Infektion schützen? Und da muss man ganz klar sagen, vor der Infektion können wir uns alle relativ wenig schützen. Also es ist leider damit zu rechnen, dass ein Großteil der Bevölkerung sich früher oder später mit dem Virus infizieren wird. Warum das so ist, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, was den Virus so besonders macht, warum der so eine hohe Pathogenität hat und warum man sich so schnell und so viel damit ansteckt. Aber das ist halt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist erstens, wie krank werde ich dann, wo wir halt noch zukommen werden, weil bei Corona ist halt einfach alles drin, von komplett symptomlos bis tot ist alles möglich. Und das ist halt eben das, was kann ich tun, damit ich gar nicht so krank werde, wenn ich den Virus habe.
Und das Zweite ist eben, was sind die sonst grundsätzlichen Folgen? Und was einfach ein Riesenproblem ist, was jetzt ja schon ganz viele merken, was ich auch wahrscheinlich in der Praxis merken werde und was alle um uns herum merken, die Schulen haben zu, deswegen müssen Leute zu Hause bleiben, können nicht mehr arbeiten gehen, müssen ihre Kinder betreuen. Ganz viele wurden nach Hause geschickt, dürfen sowieso nicht mehr arbeiten. Die Bars haben zu, die Clubs haben zu, also in Berlin zumindest. Ich habe gehört, hier in Bayern wird ab Mittwoch alles geschlossen. Also, und das kann halt für so eine kleine Bar oder einen kleinen Club kann das einfach der Ruin sein, wenn die halt jetzt zumachen müssen. Und das ist vor allen Dingen was, wovor man durchaus Angst haben darf, also die wirtschaftliche Situation. Hier wird sich einiges grundsätzlich ändern. Wir wissen noch nicht was und wie, aber es wird sich einiges auf jeden Fall auch langfristig grundsätzlich ändern. Und das Zweite ist eben, es ist ein Virus mit einer sehr großen Kontagiosität. Das heißt, man fängt sich den sehr schnell und dann mit einer hohen Pathogenität. Und wenn er nicht eingedämmt wird, vermehrt er sich exponentiell. Was bedeutet das? Viele kennen dieses Gleichnis. Ich glaube, es ist aus 1001 Nacht mit dem Rosenteich, wo gesagt wird, wie lange hat man noch zu leben, bis immer der Rosenteich, auf dem Rosenteich sich die Seerosen verdoppeln. Und es dauert halt in diesem Gleichnis 42 Tage, bis der Teich halb zugewachsen ist. Und dann ist halt die Frage, wie lange dauert es noch? Wie lange hat derjenige, um den es da geht, noch zu leben? Und die Antwort ist in diesem Fall leider einen Tag. Und das ist halt das, was viele total vergessen. Es hat 42 Tage gedauert, bis der Teich halb zugewachsen war, aber es dauert nur noch einen Tag, bis er ganz zugewachsen ist. Und das ist das exponentielle Wachstum, wenn sich was täglich verdoppelt. Und das ist das, was der Virus normalerweise tut. Und dann ist halt einfach das Problem heute 20.000, morgen 40.000. Und das kann das Gesundheitssystem nicht handeln. Dafür haben wir die Ressourcen nicht. Und dann gibt es wirklich Probleme, weil wenn eben die Ressourcen nicht mehr da sind, die Leute entsprechend zu versorgen. Es gibt halt nur einen ganz kleinen Anteil, die wirklich ernsthaft erkrankt sind. Das sind 2-4% von allen, die wirklich ernsthaft was haben. Das kann aber bei solcher Menge, also wenn von einem Tag auf den anderen es einfach 20.000 mehr Erkrankte sind, davon ist ein Anteil von 2-4% so viel, dass das Gesundheitssystem dann nicht mehr in der Lage ist, damit adäquat umzugehen. Und dann haben wir halt eine Situation wie in Italien, dass die Beatmungsgeräte nicht mehr ausreichend vorhanden sind, dass keine ECMO-Maschinen mehr da sind, um die wirklich schwerst Erkrankten zu versorgen. Und dann sterben Menschen. Und das ist halt das, was wir verhindern wollen. Und das ist das, was gerade gemacht wird. Deswegen flat the curve, weil halt ganz viele jetzt sagen, ja, ist die Situation jetzt schlimmer geworden, da muss ich mir Angst haben um mich selbst wegen dem Virus. Nein, es geht darum, die zu schützen, die wirklich anfällig sind und die ein Risiko haben, sehr schwer zu erkranken und dann an der Infektion zu versterben. Du und ich, für uns ist das Risiko nicht höher als vor 2 Wochen oder so, weil der Virus bleibt der gleiche. Aber das Risiko ist halt für meine Oma oder deine Oma, das ist halt eben hoch. Und wo wir hinwollen, ist, dass wenn die erkranken, was leider wahrscheinlich irgendwann der Fall sein wird, dass dann alle Ressourcen da sind, um sie adäquat zu versorgen. Ich hoffe, das habe ich ganz gut zusammengefasst, weil ich glaube, das ist das, wo ganz viele einfach nicht Wissen drüber haben oder sich nicht im Klaren sind, worum geht's eigentlich. Und das ist darum, worum es geht. Deswegen bleiben wir zu Hause. Nicht, damit ich nicht krank werde, sondern damit meine Oma nicht krank wird. Und dass, wenn sie krank wird, dass dann im Zweifelsfall eine ECMO-Maschine, das ist eine extrakorporale Lunge, wo dann ein anderes Gerät die Sauerstoffversorgung übernimmt, zur Verfügung steht, wenn ihre Lunge versagen sollte. Und das ist das, worum es geht. Vielen Dank. Nee, ich denke, das war sehr, sehr klar. Und es macht eben auch genauso Sinn. Also meine Eltern zum Beispiel, ich war jetzt auch noch über die letzten Tage immer mal wieder in Kontakt mit anderen kleineren Gruppen oder Leuten. Und deswegen halte ich mich auch gerade fern von meinen Eltern, eben nicht, weil ich jetzt Angst habe, dass ich nicht damit umgehen kann, sondern eher, ich will jetzt die nicht anstecken und meine Großeltern nicht. Also genau das, glaube ich, war nochmal sehr, sehr wichtig. Jetzt, wir hatten ja in der Vergangenheit schon zu tun mit Viren. Eben zum Beispiel jetzt der SARS-Virus ist noch vielen jetzt im Gedächtnis, wird ja immer wieder hervorgeholt. Aber auch andere, ich meine, der bekannteste ist natürlich HIV so über die Jahre gewesen, aber auch Ebola und diverse andere. Was unterscheidet jetzt den Coronavirus von diesen anderen? Also das eine ist, also im Vergleich zu SARS zum Beispiel oder zu MERS, also was ja ähnliche Viren waren, die in den letzten Jahren Epidemien ausgelöst haben, hat dieser Virus, also Covid-19 beziehungsweise SARS-CoV-2, hat ein besonderes Spike-Protein, also das S-Protein, das sind, was man auf Bildern sieht, wenn man so ein Virusbild sieht, dann haben die ja diese Stacheln in die Richtung. Diese Stacheln, das sind die sogenannten Spike-Proteine. Und die Spike-Proteine, die sind die dafür verantwortlich sind, dass der Virus quasi irgendwo anhakt.
Und die sind bei diesem Virus jetzt anders. Also die sind besonders stark ausgeprägt und die unterscheiden sich relativ stark vom SARS-Virus, also vom ursprünglichen SARS-Virus, und haben deswegen eine größere Möglichkeit. Und das Besondere ist, also die reagieren alle, also MERS, SARS und Covid-19 reagieren alle mit dem Angiotensin-Converting-Enzym in unserer Lunge. Das Problem ist, und normalerweise sitzen sie deswegen in tiefen Atemwegen und werden dann erst nach außen exponiert, wenn man hustet. Das war zum Beispiel auch bei der Pest so. Also bei der Lungenpest ist zwar ein Bakterium, aber da war es halt auch erst so, erst wenn die Lunge tief betroffen war und da Zellen kaputt gegangen sind und man dann gehustet hat, dann war man infektiös für die Menschen im Außen. Das Problem ist jetzt, bei diesem Virus, also bei Covid-19, dass der bereits wahrscheinlich durch eine besondere Protease, die heißt Furin, also durch eine Furin-Protease, sich bereits in den oberen Atemwegen, das heißt in der Nase und im Rachen, vermehren kann. Also der kann sich schon selber replizieren, beziehungsweise er vermehrt sich nicht, sondern er kann sich in die Zellen bohren, in der Nase und im Rachen, und kann da dann eine Replizierung erreichen. Und das konnten die anderen nicht. Also die anderen haben nur mit dem ACE-Rezeptor interagiert, und Covid-19 kann wahrscheinlich, man muss halt sagen, das sind alles so eher so Theorien, hat wahrscheinlich eine Furin-Protease, die dazu führt, dass es auch schon ins Epithel in der Nase und im Rachen hineingehen kann, also sich da reinbohren kann, sich da dann repliziert und dann über eine Lyse der Zelle, also über eine Zerstörung der Zelle freigesetzt wird. Weil das, finde ich, ist auch ganz wichtig, was sich viele nicht klar machen. Es ist kein Bakterium. Es hat eine Größe von etwa 60 Nanometern. Das ist nichts, was man irgendwo runterwischen kann, also mit H2O irgendwo im Hals vergurgeln kann oder so, sondern über diese Rezeptoren bohrt sich der Virus, der nichts anderes ist als RNA in einer Hülle, in unsere Zelle und wird dann in der Zelle repliziert. Der Virus alleine hat keine Möglichkeit, sich zu vermehren. Und das unterscheidet ihn ganz stark von einem Bakterium. Und das ist, was sich viele nicht klar machen. In dem Moment, in dem der bereits in meiner Zelle ist, bin ich infiziert. Und dann nützt halt auch H2O2 irgendwie sowas, damit zu gurgeln oder so, nichts. Oder super heiße Luft in der Sauna einzuatmen. Das macht es nur schlimmer. Weil damit reizt sich meine eh schon betroffenen Atemwege nochmal zusätzlich. Und ich kann damit den Virus nicht mehr zerstören, weil er befindet sich bereits in meinen Zellen. Also dieses halt Wasser trinken, damit der Virus in die Magensäure gelangt und dort zerstört wird, dieser Mythos stimmt nicht. Totaler Blödsinn. Also zum einen, wie gesagt, der Virus geht über die Nase, über die Augen, über den Mund rein. Also es bringt halt nichts, nur Wasser zu trinken, weil er geht halt eben nicht nur über den Mund rein. Und zum anderen ist es halt eben, er setzt sich über diese Spike-Proteins an und den kann man dann nicht wegspülen. Der ist eben nicht, also der ist winzig. Und das ist halt was, was den meisten nicht so klar ist. Ja, und das unterscheidet ihn halt eben vom SARS und vom MERS, das eine. Und das zweite ist, er hat, es wird sehr viel von dem Virus bereits exprimiert zu einem Zeitpunkt, wo man keinerlei Symptome hat. Die Inkubationszeit sind etwa, nach dem, was wir im Augenblick nach den letzten Studien wissen, was so rausgegeben wurde, 5,7 Tage. Und viele exponieren bereits in diesem Zeitraum dieser 5,7 Tage mehr Viren als später zu dem Zeitpunkt, wo Symptome da sind. Das heißt, über die Nase, über den Rachen werden sehr viel Viren freigesetzt, die dann über die Atemluft, übers Husten, also man hustet ja manchmal auch einfach nur so, ne, weil man was im Rachen hat oder irgendwas. Mhm. Und einfach atmen. Also die beste Maßnahme, um sich zu schützen, wäre nicht mehr zu atmen. Und das ist halt nicht möglich. Also wenn du mir gegenüberstehst in einer normalen Gesprächsnähe und atmest mich an und du hast halt ganz viel von dem Virus im Rachen und in der Nase, dann reicht das eventuell schon aus, dass ich den Virus aufnehme zu mir. Und das ist das Problem bei diesem Virus, dass halt zu einem Zeitpunkt, wo du dich völlig gesund fühlst, du eventuell schon Viren nach außen gibst, eine relativ große Anzahl. Und das war bei SARS und MERS nicht so. Es gibt ganz viele Coronaviren. Also SARS war auch ein Coronavirus, MERS war auch ein Coronavirus. Es gibt Corona-A, der ganz klassische Coronavirus, ist ein Virus, der jedes Jahr Lungen- und Erkrankungen macht. Hier Hand- und Fußkrankheit, was Kinder ganz oft haben, ist ein Coronavirus. Also es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Coronaviren und die kennt die Menschheit auch schon seit Ewigkeiten. Und die sind üblicherweise relativ harmlos. Corona-A kann zum Teil, wenn man schlechtes Immunsystem hat, schon auch relativ langwierige Infektionen verursachen, die dann auch über einen relativ langen Zeitraum gehen. Aber die sind im Allgemeinen halt nicht so schlimm. Und dieses ist jetzt ein Virus, der zum ersten Mal, ich glaube am 13. Januar, gefunden wurde und komplett neu festgestellt wurde, weil man eben in China eine ganze Reihe von ungewöhnlichen Lungenerkrankungen festgestellt hat und dann sich gedacht hat, es ist wahrscheinlich was Neues. Und dann wurde eine Gensequenzierung
durchgeführt von diesem Virus und man hat festgestellt, es ist ein Virus, den man so noch nie gesehen hatte. Die momentane Theorie ist es, dass es wahrscheinlich eine Kombination ist von einem Virus aus der Fledermaus plus Viren, also anderen Viren, die es schon gab und dass es da ja eine Virusverschmelzung gegeben hat, die diesen neuen Virus erschaffen hat. Wie er dann auf den Menschen übergesprungen ist, ist im Augenblick noch so ein bisschen unklar. Aber eine der Haupttheorien ist, dass über den Verkauf von zum Teil ja auch illegalen Tieren auf den Märkten in China, wo viel Lebendtiere verkauft wurden, dass da der Übertritt auf den Menschen erfolgt ist. Das ist im Augenblick die am stärksten favorisierte Theorie zu dem Virus und dass er wahrscheinlich über die Hufeisennase, das ist eine Fledermaus, also eine besondere, an diese Tiere übertragen wurde und dann von da aus an den Menschen übergesprungen ist. Der Virus trifft nämlich auch Katzen und Hunde, allerdings mit einer, die werden nicht wirklich krank. Also das halt, und darüber ist es wahrscheinlich dann, aber wir wissen es nicht so genau. Also der Zwischenwirt, über welchen Zwischenwirt es tatsächlich an den Menschen übergegangen ist, ist unklar. Also die Theorie, dass es eine als Biowaffe designte Attacke war, die irgendwo in einem Menschenlabor entwickelt wurde und rausgelassen wurde, die ist eher damit entkräftet und unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, gibt keinerlei in irgendeiner Weise bestätigte Daten dafür, dass das so sein könnte. Und man muss sagen, dieser Virus ist quasi so schlau, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Mensch in der Lage gewesen wäre, sowas zu designen. Und es gibt keinerlei wissenschaftlich begründete Ansätze dazu, abgesehen von irgendwelchen Verschwörungstheorien, dass es ein im Labor geschaffener Virus ist. Sondern es gibt der Virus ähnelt zu, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube zu 82% oder so, einem anderen Virus, der in dieser Hufeisennase in der Fledermaus bereits bekannt war. Und es gibt diverse Bad-Coronaviren, also Bad für Fledermaus. Und man hat halt eine ganz, ganz hohe Ähnlichkeit zu den Viren aus der Fledermaus. Und deswegen ist die momentane, am wahrscheinlichsten zu betrachtende Theorie, dass es von der Fledermaus kommt. Alles klar. Jetzt kannst du noch mal ganz kurz, du hast es vorhin schon angesprochen, aber den Unterschied, die Frage kam auch häufiger von Lesern, erklären zwischen einer virellen Infektion und einer bakteriellen? Also es ist das, was ich schon gesagt habe. Viren sind keine Lebewesen. Das ist erstmal so, dass Viren sind keine Lebewesen. Die sind nicht als Lebewesen deklariert. Viren sind nackte DNA oder RNA. Dieser Virus ist ein RNA-Virus, die sich in einer Hülle oder nicht in einer Hülle befinden. Beim Coronavirus, der hat eine Hülle. Viren mit einer Hülle und diesen Spike-Proteins, die sind pathogener, also die gehen schneller irgendwo ran. Und es gibt halt auch kapselfreie Viren, aber egal. Also wir müssen uns jetzt nicht tief in die Virologie begeben, aber das ist halt der Unterschied. Im Gegensatz zum Bakterium, was ein Lebewesen ist, was halt ein eigenes Replikationssystem hat und quasi ein winziges kleines Lebewesen ist, was sich halt dann in unserem Körper vermehrt und von unserem Körper nährt, also von den Nährstoffen, die wir so haben, und dann aber selbst vermehrt. Das tut der Virus nicht. Der Virus ist ein bisschen wie ein Parasit in der Zelle. Also der hakt sich an, im Fall von Covid-19 über den Angiotensin-Converting-Rezeptor. Und dann geht er darüber in die Zelle rein. Und wenn er erstmal drin ist, dann lässt er sich vom Apparat, also vom eigenen Zellapparat der Zelle ablesen. Also das, wo normalerweise unsere Enzyme abgelesen werden würden oder Nachproduktion für die Zellwand oder was sonst noch eben so anfällt für irgendwelche, was die Zelle produzieren will, dass diese Mechanismen nutzt der Virus und lässt sich von denen ablesen, so ein bisschen wie so ein Kuckucksei, und vermehrt sich dann halt in der Zelle, solange bis die ganze Zelle voll ist mit Virus-RNA, und dann löst da einen Prozess aus, wo die Zelle platzt. Und dann wird halt wieder diese Virus-RNA freigegeben und setzt dann wieder über diese Spike-Proteins an den nächsten Zellen an und infiltriert wieder die nächste Zelle. So funktionieren Viren. Und das unterscheidet ihn halt ganz stark von Bakteriellen, von einer Bakterieninfektion, dass er sich immer intrazellulär aufhält. Also zumindest überwiegend. Man kann auch freie Virus-RNA finden, aber es ist halt ein Virus, der unsere Zellen direkt krank macht. Ich bin natürlich auch betroffen. Meine Kinder haben keine Schule mehr und laufen hier rum und werden von diversen Menschen netterweise. Genau, Simones Kinder sind gerade durch die Tür. Gut. Dich betrifft es eben auch. Das ist auch spannend. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Ich habe gehört, es gibt neben der, was du beschrieben hast, ist ja so die Tröpfcheninfektion, was Leute mal als Tröpfcheninfektion beschreiben. Ja. Es gibt noch die Schmierinfektion. Mhm. Was genau ist das für eine? Und
Wie also Schmierinfektion ist, dass man den irgendwo aufnimmt und ihn sich dann selber irgendwo hinschmiert sozusagen. Also meistens halt man fummelt dann im Gesicht rum, in der Nase irgendwas und bringt sich den dann halt selber in den Körper rein. Hierzu muss man sagen, also es ist klar, dass auch der Speichel und der Stuhl von betroffenen Personen den Virus enthält. Was nicht klar ist und auch nach wie vor sehr schwer zu testen, ist, ob der dann wirklich noch infektiös ist. Das wissen wir nicht. Aber wir gehen im Augenblick einfach davon aus, aufgrund der Erfahrung mit SARS und MERS und so weiter, wird davon ausgegangen. Weil man kann ja nicht Stuhl nehmen und sagen, hey Max, du bist jetzt Proband, hier bitte. Oh, in 3 Tagen bist du krank. Ja, hat wohl funktioniert, so ungefähr. Das wäre ja hochgradig unethisch. Das heißt, dazu haben wir keine Daten. Und die lassen sich halt auch so nicht einfach gewinnen. Also das ist das eine. Und das andere ist Oberflächenkontakt. Hier ist vor ein paar Tagen, wurde, glaube ich, im ZDF ein Virologe informiert, interviewt, der offensichtlich sich vorher nicht ausreichend informiert hat. Ich weiß nicht, ob man den einfach auf der Straße gefangen hat und gesagt hat, so, jetzt sagen Sie mal was zu Covid-19. Nur weil ich Virologe bin, muss das ja nicht heißen, dass ich mich jetzt speziell mit diesem Virus auseinandergesetzt habe. Und er war, glaube ich, ein bisschen überfordert und hat dann zum Teil auch unkorrekte Antworten gegeben. Also es sind einige Studien tatsächlich aus Deutschland vom Robert-Koch-Institut durchgeführt worden in den letzten Tagen. Es ist auf jeden Fall so, dass sich auf Oberflächen RNA finden lässt. Also das per PCR-Reaktion, das ist Polymerase-Kettenreaktion-Test, wo halt geguckt wird, ob wirklich die RNA zu finden ist, dass man auf Oberflächen bis zu 72 Stunden noch den Virus finden kann, und zwar vor allen Dingen auf Plastik und Stahl. Was wir auch wiederum nicht wissen, ist das infektiös. Also es ist halt nur die RNA, die gefunden wird. Wir wissen aber nicht, ist die noch intakt? Also kann der Virus damit noch jemanden infizieren? Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das so ist, weil das war bei SARS und MERS so. Bei SARS und MERS waren es sogar 6 bis 9 Tage. So lange ist es ziemlich sicher bei diesem Virus nicht. Aber es sind halt, also nach dem, was wir im Augenblick wissen, sind es wahrscheinlich 72 Stunden. Immer bei allem, was ich jetzt auch sage, es ist ja alles ganz, ganz neu. Also die Forscher bemühen sich echt und sind halt alle total dabei. Aber ganz viele Sachen ist, es ist wahrscheinlich so. Weil wir haben halt zu wenig Daten. Normalerweise, wenn man in der Medizin sicher was auswerten will, dann hat man Zahlen von mehreren Tausend oder so. Da haben wir im Augenblick keine Zeit zu, also so viel in Studien zu machen. Und so, es wird halt geguckt. Und bei vielen Sachen wird dann halt mit 20 Probanden oder so geguckt. Oder man guckt halt mit Zellreaktionen und so weiter. Und das ist der momentane Stand zur Schmierinfektion, dass sie über diese Sachen zustande kommt. Und da hilft dann halt wirklich Hände waschen. Und wenn ich an einem Tisch gesessen habe oder so, wo das war, und dann rübergestrichen habe und dann habe ich den an den Händen, dann wasche ich ihn mit dem nächsten gründlichen Händewaschen ab. Und da ist auch wichtig, gründliches Händewaschen bedeutet, 2 Minuten lang die Hände zu waschen. Kurz die Hände darunter zu halten mit so ein bisschen Seife, bringt eher wenig. Was ist denn jetzt, wenn, sagen wir mal, ich habe den Virus kontrahiert, habe ich dann gleich Symptome oder unter Umständen nicht? Und wie ist ja, dann eben der unter Verlauf? Unter Umständen nicht. Also insgesamt, wobei, also nochmal zu HIV, das muss man ganz klar unterscheiden. HIV ist ein persistenter Virus, genauso wie Herpes oder EBV, also Epstein-Barr oder so. Das sind ganz andere Virusklassen als die akuten Viren, wie jetzt zum Beispiel eben SARS-CoV-2 oder Influenza oder Masern oder so. Das sind nicht persistente Viren, das sind akute Viren. Die unterscheiden sich in der Reaktion des Immunsystems so erheblich von dem, was bei den anderen Viren passiert. Deswegen, also das bitte nicht miteinander mischen, weil das sind ganz andere Reaktionen, die da im Körper stattfinden. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und das ist halt, man hat bei den Akutviren eine Inkubationszeit. Das heißt, es findet über einen Zeitraum X, hat man den Virus bereits und er repliziert sich auch bereits im Körper, ohne dass Symptome stattfinden. Die Symptome kommen auch nicht durch den Virus selbst, sondern durch das, was unser Körper mit dem Virus macht. Und bestimmte Viren, und dazu gehören halt auch die Coronaviren, können einen sogenannten Zytokinsturm auslösen. Das heißt, der Körper reagiert über auf den Virus. Zum Teil auch, wenn eine hohe Exprimierung stattfindet, in einer sehr großen Menge von der Ausschüttung bestimmter Zytokine, da vor allen Dingen Interferon Gamma, und dann fühlt man sich krank. Und dann fühlt man sich halt auch zum Teil richtig stark krank. Und das ist das, also bis dahin kommt, bis dahin repliziert sich der Virus quasi bei so, was ich vorher schon alles gesagt hatte, einfach nur in der Zelle, ohne dass groß was passiert. Und dann kommt es zum lytischen Stadium, wo der Virus dann in Massenzellen zerstört. Und dann reagiert der Körper sehr, sehr stark auf den Virus und dann fühle ich mich krank. Aber das Besondere ist eben, wie gesagt, jetzt bei diesem Virus, dass der sich im Rachen-Nasen-Bereich wahrscheinlich schon vorher repliziert. Und dann kann es halt sein, es läuft ein bisschen mehr die Nase, das kratzt man ein bisschen, das merkt man halt kaum.
und eventuell gar nicht und man ist symptomlos und man ist aber trotzdem schon deutlicher Überträger. Mhm. Hat das deine Frage beantwortet? Oder? Ja, nee, absolut. Also das fügt mich auch gleich zur nächsten Frage. Warum gibt es denn jetzt Personengruppen, die anfälliger sind, die eben vielleicht so einen Zytokinsturm im Körper auslösen und andere nicht? Und auch diejenigen, die dann keine Symptome haben, wie lange sind die ansteckend? Also das sind zwei unterschiedliche Fragen, aber. Also bei all diesen Sachen muss man sagen, ganz genau wissen wir das noch nicht. Wie lange jemand ansteckend ist, das scheint variabel zu sein. Also da hat man in Italien jetzt halt schon sehr lange, sehr unterschiedlich geguckt. Also so symptomlos ansteckend, muss man sagen, ist nach 14 Tagen safe. Also wenn man nach 14 Tagen nichts hat und dann und keine Symptome hat, dann hat man nichts. Weil also das Längste, was nur ein ganz winzig kleiner Anteil hat, auch nach Quarantäne in Italien dann später noch Symptome entwickelt. Aber wirklich ein verschwindend kleiner Anteil. Also die allermeisten entwickeln, also die durchschnittliche Inkubationszeit sind 5,7 Tage und die meisten entwickeln innerhalb von 14 Tagen Symptome. Dann gibt es, gerade bei Kindern, gibt es leider komplett symptomlosen Verläufe. Das heißt, die sind dann krank, also die exprimieren ordentlich Virus, aber die haben nichts. Also die haben tatsächlich einfach nichts. Das ist auch insgesamt, also desto besser das Immunsystem ist, desto wahrscheinlicher ist ein komplett symptomloser, das nennt sich dann stiller Verlauf, also wo es halt keine Symptome gegeben hat und das Immunsystem des Körpers den Virus einfach alleine platt macht und man halt nie irgendwas bemerkt oder zumindest nicht deutlich. Also vielleicht mal so ein bisschen frösteln oder ein bisschen kratzen im Hals, das hat halt ja jeder irgendwie mal, das bringt man dann halt nicht mit in Zusammenhang. Dann gibt es die, die so eine leichte Infektion entwickeln, das sind die mit einem kompetenten Immunsystem, mit einer kompetenten Immunantwort. Hier reagiert das TH1-System, das ist der Anteil unseres Immunsystems, adäquat auf den Virus. Zunächst als erstes erfolgt die Antwort über die Mastzellen, über die Natural Killer Cells, also das ist die unspezifische Immunantwort, die den direkt angreift und dann erfolgt die Antwort über die T-Lymphozyten und dann kommt es auch zur Antikörperbildung und halt zur Antwort über bestimmte Zytokine. Das ist der normale Verlauf, da hat man dann Fieber, eine leichte Erkrankung, meistens diesen klassischen trockenen Husten, der halt bekannt ist für den Coronavirus und dann heilt das wieder aus und dann ist alles wieder gut. Und dann gibt es die, wo es halt eben zu diesem massiven Zytokinsturm kommt und zu einer interstitiellen Pneumonie, also zu einer Infektion der tiefen Zellen in der Lunge, also im interstitiellen Gewebe der Lunge kommt es zu einer Infektion und dann funktioniert der Luftaustausch in der Lunge nicht mehr adäquat und das ist der gefährliche Verlauf des Viruses, an dem man dann am Ende auch leider versterben kann, dadurch, dass eben kein Sauerstoffaustausch mehr stattfindet und man dann wortwörtlich tatsächlich leider erstickt, also weil halt eben kein Sauerstoffaustausch mehr stattfinden kann. Und dafür sind besonders gefährdet Menschen, wo der komplette Luftaustausch der Lunge von vornherein nicht richtig funktioniert hat und bestimmte Regionen, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie dann irgendwie ein dreckiges Zimmer in der Wohnung, was halt schon dreckig war und nie aufgeräumt wird. Und wenn ich da halt dann nochmal Dreck reingebe, dann kommt halt keiner und macht sauber. Und das heißt, besonders gefährdet sind alle die, die eh schon eine eingeschränkte Lungenleistung haben. Und das ist ganz oft bei alten Menschen per se so. Wer sich wenig bewegt und so, der hat halt eine eingeschränkte Leistung. Wer eine Lungenvorerkrankung irgendeiner Form hat, hat eine eingeschränkte Lungenleistung. Wer irgendwie Übergewichtiger haben immer, Adipositas ist leider ein deutlicher Risikofaktor, haben eine eingeschränkte Belüftungsleistung. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, also du hast ja mit Wim schon drüber gesprochen, dass wenn man ein gutes Atemtraining hat und wenn man halt eben eine gute Zwerchfellmobilisation hat und halt regelmäßig Atemübungen macht und so, dass das tatsächlich hilft, dass es nicht zu schweren, komplikativen Verläufen kommt. Also insofern, Leute, macht die Atmung. Hilft wirklich. Ja. Und das Zweite ist, dass es eine Genau, kann ich nur, was die Simone gerade erwähnt, für die, die es noch nicht gehört haben, ich habe eben vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Iceman Wim Hof dazu aufgenommen, der eben davon spricht, dass man über die Atmung sein Immunsystem aktivieren kann und eben auch im Krankheitsfall das dazu führen kann, dass du eben besser mit einer Krankheit, mit einer Grippe, mit dem Coronavirus zurechtkommst. Genau, und für alle, die das noch nicht gehört haben, die können es gerne nochmal anhören auf flowgrade.de/Wim Hof. Ganz einfach, das nur nochmal für alle, die es nicht gehört haben. Und das Zweite ist, was ja jetzt ja auch da groß investiert ist, also der Virus geht rein in den Körper, habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, über den das Angiotensin-Converting-Enzym-Rezeptor. So. Und der wird von bestimmten Medikamentengruppen angegangen.
und führt dann zu einer stärkeren, durch die Blockade des Rezeptors, durch das Medikament, zu einer erhöhten Exprimierung des Rezeptors. Und das sind bestimmte, also die ACE-Hämmer, das sind hier vor allen Dingen Lisoprenil und ich glaube Candesartan. Also das sind zwei verschiedene Wirkstoffklassen, die man gibt bei Bluthochdruck und die an den ACE-Rezeptor rangehen und die dann dazu führen, dass der fünffach vermehrt exprimiert wird. Und es ist eine Theorie, das ist ganz, ganz wichtig, Theorie, Freunde, Theorie, dass weil diese Menschen anfälliger sind für schwere Verläufe des Virus. Das deckt sich auch ganz gut mit den italienischen Zahlen, dass die meisten Menschen, die sterben, irgendwelche Blutdrucksenker genommen haben. Aber es ist eine Theorie und auf gar keinen Fall sollte man jetzt überaktiv diese Medikamente absetzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann an einer hypertonen Krise verstirbt, ist deutlich höher, als dass man den Coronavirus kriegt und dann an diesem stirbt. Also bitte, wenn ihr das hört und ihr nehmt einen ACE-Hämmer, setzt jetzt nicht hektisch ohne Arzthinweis und so weiter diese Medikamente ab, sondern wisst einfach, ihr habt ein höheres Risiko, bleibt zu Hause. Das ist halt, das ist eher so das, was ich jetzt raten würde. Auf keinen Fall in Eigenregie diese Medikamente absetzen. Und darauf zielt auch so ein bisschen, also diese Fake News mit dem Ibuprofen, das waren definitiv Fake News. Also die Wiener Uni distanziert sich da ganz klar von. Was Ibuprofen aber tatsächlich zum Teil macht, ist eine erhöhte Exprimierung des ACE-Rezeptors. Das macht Ibuprofen. Und deswegen könnte es sein, dass zum Teil chronische und dauerhafte Ibuprofen-Einnahmen, nicht einmal genommen, wenn man Kopfschmerzen hat, sondern wenn man halt immer Ibuprofen nimmt, dass es eventuell auch leichte Erhöhung des Eintretens des Virus in den Körper fördern könnte. Und hier ist auch wieder ganz wichtig, könnte. Wir wissen es nicht. Und das ist halt so ein bisschen die Idee dahinter. Es gibt eine Studie, die auch im Lancet veröffentlicht wurde, die das als Idee mitgibt, wo die am Ende die Forscher halt geschrieben haben, ja, wir gehen davon aus, dass es halt zu schweren Verläufen kommen kann. Man muss aber sagen, das basiert auf keinerlei tatsächlichen Daten. Also ich denke, auch der Lancet hat das veröffentlicht, weil es halt im Augenblick sehr viel Publicity gibt. Aber es ist für ein so wissenschaftlich absolut fundiertes Blatt wie das Lancet, ist es eigentlich eine peinliche Studie, muss man auch sagen. Also wäre unter normalen Bedingungen so sicher nicht veröffentlicht. Okay, nee, da habe ich gleich eine weitere. Nochmal ganz kurz zur Atmung. Ich habe auch gehört, es ist irgendwie ein Selbsttest, mal tief einzuatmen und dann die Luft anzuhalten und dann kann man schon spüren, ob irgendwas mit der Lunge ist, ob die Lunge porös ist. Ja, wer jetzt gut zugehört hat, weiß jetzt schon, dass das Blödsinn sein muss, weil wir haben jetzt ja schon intensiv darüber geredet, dass er halt in der Frühphase über die Nase und den Rachen exprimiert wird, wenn die Lunge noch überhaupt nicht betroffen ist. Also totaler Bullshit, völliger Blödsinn. Also einfach völliger Quatsch. Alles klar. Jetzt, das war auch eine Frage, die dir auch nochmal wichtig war und die kommt auch häufiger jetzt von meinen Lesern. Die Frage nach, ich habe kleine Kinder beziehungsweise eine Schwangerschaft, gerade ein Ungeborenes. Wie hoch ist das Risiko in diesen Fällen und was kann man hier tun? Also zum einen, Kinder sind die geringste Risikogruppe. Also in China von 80.000 infizierten, getesteten waren nur, glaube ich, 0,6% Kinder. Das heißt, Kinder, die infizieren sich wahrscheinlich genauso oft wie alle anderen, bleiben aber in den allermeisten Fällen komplett symptomlos. Das kindliche Immunsystem kommt mit diesem Virus super klar. Das ist einer der Gründe, warum viele sagen, das wäre ein menschengemachter Virus, weil das ja nur Alte tötet, aber keine Kinder. Das erscheint vielen verdächtig. Aber da muss man halt ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch sowas designen kann, ist sehr, sehr gering. Aber ja, also wer Kinder hat, warum lassen wir die Kinder zu Hause? Nicht, um die Kinder zu schützen, sondern genau aus dem Grund, weil die Kinder ein gefährlicher Infektionsquell sind, weil sie halt eben keine Symptome haben. Also ich habe, als ich das letzte Mal meine Kinder aus dem Hort abgeholt habe, letzte Woche, da wurde mir halt erstmal klar, da sind 600 Kinder, ne, in diesem Hort. Das ist halt eigentlich eine tägliche Großveranstaltung, ist, die da stattfindet. Ja. Und insofern macht es halt total Sinn, das alles zu schließen, weil ein Kind, das steckt dann alle anderen an und die sind halt, wie gesagt, meistens symptomlos und das ist dann halt ein Riesenproblem. Aber um Kinder muss man sich relativ wenig Sorgen machen. Und im Prinzip gilt auch das Gleiche für Schwangere. Es gab eigentlich so gut wie noch keine schwerwiegenden Verläufe bei Schwangeren. Die haben auch das gleiche Ansteckungsrisiko für alle anderen. Aber die Immunmodulation in der Schwangerschaft scheint für die Abwehr des Virus sehr günstig zu sein, sodass Schwangere insgesamt auch zur eher geringsten Risikogruppe gehören, außer sie haben irgendwelche zusätzlichen Vorerkrankungen.
zu der Frage, ist mein Ungeborenes gefährdet? Also man hat jetzt, es gibt glaube ich 9 Kinder, die geboren wurden, jetzt von Müttern, die den Virus haben, weil die SARS-CoV-2 hatten. Bei den Neugeborenen konnte man jeweils keinen Virus feststellen. Also der Virus wird offensichtlich nicht über die Plazenta übertragen, wird nicht ans Kind weitergegeben. Zumindest nach diesen 9 Zahlen, ne? N gleich 9. Ja. Nicht besonders groß, aber immerhin. Also im Augenblick wird davon ausgegangen, der Virus wird nicht ans Ungeborene übertragen und hat keinerlei Auswirkungen auf das Ungeborene Mutterleib. Okay. Jetzt angenommen, ich bin ein Fall und ich will mich testen lassen. Also ich habe vielleicht ein paar Symptome und suche jetzt nach einer Möglichkeit, mich testen zu lassen. Du hast gerade im Vorgespräch schon angesprochen, es ist gar nicht so leicht, an Tests zu gelangen. Gibt es hier schon Möglichkeiten? Wie sieht hier die Lage aus und vielleicht die nähere Zukunft? Also es gibt 3 verschiedene Varianten, überhaupt testen zu lassen. Das eine ist das, was ich schon am Anfang gesagt habe, die PCR-Ablesung, die Polymerase-Kettenreaktion. Hier werden Mikroassays gemacht auf bestimmte Anteile des Viruses. Das ist ein 3-stufiges System, wo erst nach einem Primer aus dem Virus gesucht wird, also nach einer ganz kurzen Sequenz. Und wenn sich das bestätigt, dann werden weitere Anteile des Virus aus der DNA abgelesen. Was ich hier sehr wichtig finde, es wird absolut spezifisch auf diesen Virus, auf SARS-CoV-2 getestet. Und dieses, was da rumgeht von irgendeinem Lungenfacharzt, der behauptet, ja, man testet ja einfach nur auf Corona und es gibt ja 100.000 verschiedene Coronaviren und deswegen wäre das alles Blödsinn mit der Pandemie. Ich weiß nicht, was diesen Kollegen eingefallen ist, dieses Video zu veröffentlichen. Es ist totaler Blödsinn. Und es ist wirklich, das ist wirklich gefährlich. Weil es hält halt die Leute an zu glauben, sie können weiterhin so machen wie bisher und das gefährdet dann wirklich die Risikogruppen. Also das ist Quatsch. Es wird sehr spezifisch vom ersten Tag an, also nicht vom ersten, aber fast vom ersten Tag an. Die Chinesen haben super schnell die Virus-DNA komplett sequenziert und die Tests sind absolut spezifisch auf diesen Virus. So, das ist Test 1. Das kann man im Prinzip mit jedem trockenen Kupfer machen, die dann gesondert verpackt werden müssen. Also da ist eher die Personalenge der Bottleneck. Und das ist halt im Augenblick so ein bisschen das Problem. Und dass es auch schon schwierig ist, einfach nur trockene Tupfertests zu kriegen. Also ich habe für die Praxis keine mehr gekriegt. Dann gibt es spezifische Testkits. Die wurden in China entwickelt. Die zeigen nach 30 Minuten schon ein Ergebnis. Die haben wir gar nicht. Also soweit ich gehört habe, sind die Chinesen jetzt dran irgendwie. Also es gab ja jetzt irgendwie Hilfsmaßnahmen für Italien und so, diese Testkits halt auch der weiteren Welt zur Verfügung zu stellen. Aber die haben wir noch nicht. Und die zweite Möglichkeit ist eine komplette DNA-Sequenzierung. Die kann man auch aus dem Blut durchführen. Das ist auch möglich, das machen aber nur einige wenige Labors und das ist halt eben dadurch auch schwierig. Theoretisch kann man halt einfach Blut abnehmen und dann darauf testen und das machen aber nur ganz wenige Labors. Wenn erstmal Antikörper ausgebildet werden, kann man auch einen Antikörpersuchtest machen, einmal auf IgM und dann später, um festzustellen, ob derjenige gesundet ist, auf IgG. Das, was man in diesen Daten immer sieht, die grünen Zahlen, die erfreulichen Zahlen, gesundet. Das sind die, die dann IgG-Antikörper ausbilden, wo der Körper offensichtlich den Virus abschließend bekämpft hat. Also sobald IgG-Antikörper gegen den Virus gebildet werden, war das Immunsystem erfolgreich und bildet dann Gedächtniszellen. Und diese Gedächtniszellen, die zeigen an, dass der Virus abschließend bekämpft wurde und der Körper dann halt jetzt sich nur noch darauf vorbereitet, wenn der Virus wiederkommt, dass er ihn dann sofort vernichtet, bevor irgendwas ist. Gerade kamen ja die Neuigkeiten raus, dass es unter Umständen schon einen Impfstoff in Entwicklung gibt, der gar nicht mal so wenige Monate entfernt ist. Weißt du da was Genaueres dazu, was die aktuelle Lage ist? Überall auf der Welt sind die Leute dran. Deutschland ist, denke ich, zum Teil schon auch mit ganz vorne. Wir haben hervorragende Forscher in dem Gebiet. Das Problem ist halt immer, einen Impfstoff zu entwickeln, ist eigentlich relativ simpel. Also wenn man halt den Virus hat, das Problem ist, ist er sicher. Also ist es halt, wenn ich den jetzt irgendwelchen Menschen spritze, was passiert denn mit denen? Und wir wissen halt aus Impfkatastrophen der Vergangenheit, zum Teil ist es halt nicht sicher. Und zum Beispiel, es gab einen Impfstoff-Wirkstoff gegen Borreliose in den USA und man hat ganz viele Menschen aus Versehen mit diesem Impfstoff infiziert. Weil es muss genau die richtige Maß gefunden werden zwischen dem Anteil an aktiven Viren, dass das Immunsystem den erkennt und dann halt Antikörper bildet und bekämpft, und einem zu geringen Anteil, der dann die Erkrankung auslöst. Und wenn man da einen Fehler macht, dann verursacht man eine Katastrophe. Und deswegen ist es halt nicht so simpel. Und also zum Beispiel für SARS und MERS und so gibt es immer noch keinen Impfstoff, obwohl die Infektionen schon sehr lange her sind. Und also wenn die ganze Welt jetzt dranbleibt, dann schaffen wir es vielleicht relativ schnell. Aber es ist nicht so einfach, wie ein Film wie Outbreak oder so uns vermitteln möchte. Okay, und die Folgefrage da wäre auch,
Wäre es denn notwendig, dass man zum Beispiel dann jedes Jahr neu testet? Beziehungsweise, jetzt bin ich gerade kurz abgelenkt worden, weil er zugelenkt hat. Das muss ich rausschneiden. Auch wenn man einen Impfstoff hat, der funktioniert, es ist dann unter Umständen aber auch so, dass man sich jedes Jahr neu impfen muss, so ein bisschen wie bei der Grippe, weil der Virus mutiert und wir uns dann über Jahre jedes Jahr mit Corona anstecken könnten? Das wissen wir noch nicht, muss man ganz klar sagen. Ganz klare Antwort ist, wir wissen es nicht. Also es gab jetzt schon leichte Mutationen, aber die noch minimal sind. Es sieht im Augenblick, insgesamt sind die Coronaviren sehr stabil. Also wenn man einmal Corona A zum Beispiel hatte, dann kriegt man nie wieder Corona A. Und insofern wird im Augenblick so ein bisschen davon ausgegangen, dass das nicht so ist. Es könnte aber sein. Also Influenza ist halt ein sehr mutationsfreudiger Virus, der sich halt ständig verändert. Und wir mit der Influenza-Impfung erwischen wir auch immer nur 10% von allen rumlaufenden Influenza-Viren. Aber Corona ist deutlich stabiler. Also insofern kann das schon sein. Hallo, kleiner Mann. Homeoffice ist super. Hallo, hallo. Ja. Das ist ein ganz guter Schnitt, weil jetzt würde ich auch gerne übergehen zu unserem letzten großen Thema, und zwar Immunsystem. Mhm. Und zwar genau, was man eben jetzt tun kann, um sich vorzubereiten. Und als erste Frage hier mache ich wieder einen Schnitt. Also, so Simone, jetzt komme ich zu unserem letzten großen Thema, und zwar Immunsystem und was man eben tun kann, auch im Krankheitsfall, um ein starkes Immunsystem zu haben. Und da kam eine sehr, sehr gute Frage, die du mir bestimmt beantworten kannst. Und zwar, was bedeutet es eigentlich, ein gutes Immunsystem zu haben? Wie zeichnet sich das aus? Also da muss man erstmal gucken. Wir haben drei wesentliche Anteile unseres Immunsystems. Wir haben die TH1-Antwort, die TH2-Antwort und das T-Rex-System. T-Rex-System gab es vor 2 Jahren, glaube ich, den Nobelpreis für, 2018. Das sind die T-Regulationszellen. Und die sorgen dafür, für die beiden anderen Anteile, wie stark aktiv oder nicht aktiv sind sie. Ist unser Immunsystem zu aktiv, kriegen wir Autoimmunerkrankungen. Ist unser Immunsystem zu wenig aktiv, kriegen wir Krebs. Das ist so ganz grob einmal dargestellt, weil jeder von uns bekommt mehrmals, also es wird immer gesagt, 13 Mal am Tag, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber ungefähr Krebs. Also Krebszellen mutieren und es bilden sich halt Krebszellen aus. Aber der Körper vernichtet die dann halt gleich wieder. Simone, kannst du mir noch ganz kurz mal diese drei Systeme ganz langsam aussprechen, damit Leute, die das jetzt nochmal einordnen können? Also ich habe TH1, das steht immer für die Helferzellen, TH2, und T-Reg, das steht für T und dann Regulation, also R-E-G. Also eigentlich auf Englisch ist es Regulation Cells, aber das sind halt die drei Systeme, die so miteinander interagieren. Und ein gesundes, gutes Immunsystem zeichnet sich dadurch aus, dass die alle optimal miteinander arbeiten. Also dass ich halt eine gute Antwort habe, die über die T-Regulationszellen aber adäquat eingestellt wird. Und dass ich halt, wenn mein Körper mit einem Keim in Kontakt kommt, dass dann in adäquater Art und Weise Zytokine, Killerzellen und so weiter auf diesen Gegner gehen und den adäquat zerstören, ohne dass der Körper anfängt, sich selbst zu zerstören. Weil das, was halt am Ende tödlich ist, ist, wenn der Körper anfängt, über eine Überregulation, über massives Ausschütten von diesen ganzen Zytokinen sich selbst zu zerstören. Und dann kommt es irgendwann zum Multiorganversagen, weil dann halt alle Organe unseres Körpers nicht mehr richtig funktionieren. Also das heißt, eine gute Immunantwort ist immer ein Balance-System. Und das ist das, wo viele, also insgesamt eine gute Gesundheit und eine saubere Balance, das ist das, was gut ist. Weil wer nie krank wird, also viele sagen, ich bin nie krank, also so zum Beispiel mit irgendeiner Krankheit oder so, wer nie krank wird, hat wahrscheinlich ein überaktives Immunsystem und hat damit halt ein erhöhtes Risiko für zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung. In dem Fall eines Virus ist das jetzt dann eine gute Sache, aber in vielen Fällen ist es halt sonst eigentlich nicht. Ja, also das ist so. Also die adäquate Kompetenz des Immunsystems, gegen auf Keime reagieren zu können, ohne sich selbst zu zerstören. Das ist ein gutes Immunsystem. Aber verstehe ich das gerade richtig, dass Autoimmunerkrankte unter Umständen besser gewappnet sind, mit der Erkrankung zurechtzukommen? Ja. Sehr interessant. Nicht die Risikogruppe. Also Autoimmunerkrankte gehören nicht, das werde ich halt im Augenblick, das ist die mir am häufigsten gestellte Frage im Augenblick, Autoimmunerkrankte gehören nicht zur Risikogruppe, außer ich habe eine Autoimmunerkrankung gegen die Lunge. Dann natürlich schon, weil die Lunge vorgeschädigt ist. Das ist halt was anderes. Okay, verstehe. Jetzt gibt es Möglichkeiten, diesen Zytokinsturm zu vermeiden durch meine Lebensgewohnheiten oder meine Ernährung.
Ja, also es gibt, also was zum einen, wer da sehr stark mitspielt, ist Interleukin 10. Interleukin 10 macht eine Hemmung der TH1-Antwort. Das spielt eine große Rolle, zum Beispiel bei den Herpesviren, bei EBV und so weiter. Und bestimmte Lektine, und da freuen sich jetzt die Biohacker, die da schon lange bestimmte Lektine, zu denen vor allen Dingen zum Beispiel auch das Gluten gehört. Ich weiß nicht, ob es rauskommt, weil es würde in Norditalien gedruckt werden. Eigentlich soll Mitte Mai mein neues Buch rauskommen, das heißt einfach Autoimmunhilfe, bessere Gesundheit und mit lektinarmer Ernährung. Da wird es genau darum gehen, um dieses ganze Thema und so. Aber ja, also es wäre schön gewesen, wenn es dann rauskommen würde, aber mal sehen. Also Lektine, zu denen vor allen Dingen das Gluten gehört, die können Interleukin 10 pushen. Also es kann halt auch über Lektine, wenn die in unseren Körper reinkommen, passieren, dass die stark gepusht werden. Das heißt, eine möglichst paleoartige Ernährung, also mit wenig Getreide und so, wenn man vielleicht schon eine Immunsystemvorschädigung hat, kann da sehr hilfreich sein. Was kann ich sonst machen? Also Kältetherapie macht eine sehr gute Zytokinmodulation und eine starke Erhöhung bestimmter entzündungsvermindernder Hormone. Sonne spielt eine ganz große Rolle, UV-Licht, Vitamin D, ganz, 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 ganz wichtig, ganz, ganz großer Faktor. Also da kann man ganz viel machen. Also es gibt halt zum Beispiel eine Theorie, dass es den Iran so stark getroffen hat und also insgesamt weltweit sind 64% Männer betroffen. Das liegt halt auch daran, weil Männer eine schlechtere TH1-Antwort haben als Frauen. Das hat was damit zu tun, dass wir irgendwann mal Kinder kriegen sollen und so weiter. Im Iran ist es anders und es gibt zumindest eine Theorie, dass das daran liegt, dass die durch die Vollverschleierung viel zu wenig Vitamin D haben. Ist aber auch nur eine Theorie, ganz, ganz wichtig. Aber Vitamin D ist auf jeden Fall eine super gute Maßnahme, da ordentlich was zu machen. Ich biete im Augenblick für meine Patienten in der Praxis an, dass wir die Leute spritzen mit Vitamin D, damit sie halt safe erstmal jetzt super gut versorgt sind. Vitamin C ist super potentes antivirales Mittel, also Hochdosis Vitamin D-Therapie kann man sehr erfolgreich bei Influenza einsetzen. Nicht Vitamin D, Vitamin C, Hochdosis Vitamin C. Man kann Vitamin C auch in Hochdosis oral anwenden, dann kriegt man aber irgendwann krass Durchfall, also deswegen funktioniert IV da besser. Deswegen bieten wir das auch an und wer da jemanden kennt, wenn man halt schon infiziert ist, der auch bereit ist, dann noch zu behandeln, dann ist das halt eine gute Möglichkeit. Ich glaube, dieses ist noch bereit zu behandeln, ist eher so ein bisschen das Problem dabei. Ja, also das sind so Möglichkeiten. Was kann ich sonst noch mit meinem ausreichend Schlaf? Ganz, ganz wichtig. Kein Alkohol, keine weiteren Giftstoffe. Geht nicht Party machen. Nutzt die Quarantänesituation jetzt nicht, um euch irgendwie allabendlich zu besaufen. Das alles ist sehr stark schwächend fürs Immunsystem. Eine Nacht ohne Schlaf haut das Immunsystem total runter. Kein Übertraining. Übertraining ist auch ein ganz großer Risikofaktor fürs Immunsystem. Ja, alles in moderater Menge, eine gute Ernährung mit sehr viel divergenten Nährstoffen, das ist alles was hilfreich ist. Also desto gesünder man ursprünglich mal war, desto geringer ist das Risiko, dass die Erkrankung in irgendeiner Form komplikationsreich verläuft. Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, es ist nicht die Frage, wie hoch ist mein Risiko, mich anzustecken, weil das ist für fast alle relativ ähnlich, also außer man nimmt bestimmte Medikamente oder so, sondern die Frage ist, wie geht mein Körper dann mit der Infektion um? Und das ist halt für mich selber halt die einzelnen Sachen. Und da kann man schon sehr viel machen, um das entsprechend zu verbessern. Fantastisch. Ja, die eine Frage, die noch kam, ist, ob diese Nahrungsergänzungsmittel genauso für Kinder gelten. Also du hast schon gesagt, es ist keine Risikogruppe. Genau, aber jetzt sagt, wenn jemand seinen Kindern auch irgendwie helfen will, eben ein starkes Immunsystem zu haben, ob das Sinn macht, dann denen auch dieselben Nahrungsergänzungsmittel zu geben. Ja, also wir haben ein schönes, also ich weiß nicht, ob du das verlinken magst, aber wir haben über die Autoimmunhilfe ein Bundle zusammengestellt, also das heißt jetzt Immunbundle einfach, wo es halt 50€ Rabatt gibt, wo das alles, was ich gerade genannt habe, einmal zusammengefasst drin ist, dass man das halt gesamtheitlich kaufen kann. Vitamin D kauft man dann natürlich bei dir. für Kinder, also der normale Mensch, der würde ich 10 bis 20.000 Einheiten im Augenblick nehmen. Tatsächlich, wenn man auf Nummer sicher gehen will, glaube ich, spricht nichts dagegen, im Augenblick mal 20.000 Einheiten am Tag zu nehmen. Und Kindern würde ich aber nur 2 bis 5.000 Einheiten geben, je nachdem, wie alt die sind. Also so Kinder bis 6 Jahre würde ich 2.000 Einheiten geben, über 6 Jahre 5.000 Einheiten, um sie jetzt im Augenblick dann halt möglichst schnell auf ein gutes Level zu bringen. Alle anderen Nahrungsergänzungsmittel würde ich halbieren,
für Kinder. Also würde ich die Hälfte geben. Wir müssen ganz klar sagen, es gibt für Kinder eigentlich keine Daten, was tatsächlich empfohlen ist. Was man aber auch sagen muss, das Risiko für all diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, dass man das überdosieren kann, ist extrem gering. Also insofern die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, weil ich zu wenig davon habe, ist deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, wenn ich zu viel davon habe. Wir haben halt deswegen auch als eins mit drin, bei uns im Wandel haben wir Lutschtabletten, also Zink und Vitamin C Zegens, die man so im Mund zergehen lassen kann, weil die schmecken ziemlich gut und die kann man auch Kindern so unterjubeln. Und die sind eh schon sehr niedrig dosiert, also deutlich niedriger dosiert. Ja, Wahnsinn. Simone, ich sehe gerade, wir sind wirklich im Prinzip durch alle meine Fragen gekommen. Fantastisch, Simone. Also vielen, vielen Dank für diese ganzen Infos. Ich glaube, es ist super hilfreich wirklich für alle, die jetzt gerade sich viele Gedanken machen, die viel hören, die es nicht ganz einordnen können. Ihr habt alle gehört, die Frau kennt sich aus und auch die ganzen Beispiele, die du bringst, und einfach man merkt, du beschäftigst dich wirklich intensiv mit der Thematik. Ja, an dieser Stelle vielen Dank und bitte teilt den Podcast immer mit @flowgrade und @Dr. Simone Koch und mit Screenshot und verbreitet diese Informationen, denn ich denke, es gibt einfach nicht genügend Leute, die davon hören sollten und das richtig einordnen und ohne Panik mit guter Information ihren Alltag bestreiten können. Übrigens, gerade kam noch eine Frage rein, Simone, aber ich denke, die haben wir auch schon soweit beantwortet. Sollte man öffentliche Verkehrsmittel meiden? Ja. Ganz einfach Antwort, ja. Und zwar aus den ganzen genannten Gründen. Also guckt doch mal am Anfang rein, warum ist die wichtigste Maßnahme im Augenblick, die Kurve abzuflachen. Das haben Max und ich am Anfang deutlich besprochen. Also wer jetzt irgendwie, wer, keine Ahnung, vorgespult hat, guckt da noch mal rein. Also auf jeden Fall ja, weil das ist halt eine der wichtigsten Maßnahmen, um da entsprechend reinzukommen. Was mir noch ganz, ganz wichtig wäre, glaubt nicht all diesen ganzen Scheiß, der per WhatsApp oder so dafür verbreitet wird. Ich weiß nicht, warum Menschen das machen. Das ist irgendwas Pathologisches im Menschen so, dass sie überhaupt sich sowas ursprünglich ausdenken. Also ich weiß nicht, wie diese stille Postmechanismen zustande kommen. Aber wenn ihr irgendeine Info kriegt, es wird dann meistens dazu geschrieben, war ja nur gut gemeint. Und also in der Industrie wird halt immer gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und in diesen ganzen Sachen ist es halt, es ist nicht gut gemeint, irgendwelche schwachsinnigen Informationen weiter zu verbreiten, zu denen ich keine Quelle habe. Das macht nur Panik, sonst nichts. Also sowas wie mit diesem Lufteinhalten oder mit H2O2 gurgeln oder in der Sauna möglichst tief einatmen oder so. Bitte guckt, wo kommt das her und hat das wirklich Hand und Fuß und fragt jemanden, der in der Lage ist, nach wissenschaftlichen Quellen zu suchen und auch die zu beurteilen. Wie zum Beispiel eben diese Lancet-Studie zum Ibuprofen.de-Rezeptoren und entsprechende modulierende Medikamenten. Fragt jemanden, der in der Lage ist, dann auch so eine Studie wissenschaftlich zu beurteilen. Sind das ausreichend Fallzahlen? Welche Evidenz hat diese Studie und so weiter? Nur weil irgendwas in irgendeinem Blog steht, ist es nicht wahr. Und es ist halt, es hilft uns allen überhaupt nicht, wenn alle kopflos durch die Gegend rennen, weil dann rennt man im Zweifelsfall irgendwo gegen. Sehr gutes Schlusswort. Ja, Simone, jetzt, ich weiß, du hast viel zu tun, du hast einen Haufen Leute da, deine Kinder, die ja nicht in die Schule gehen dürfen und zu Hause bleiben. Und deswegen an dieser Stelle jetzt erstmal vielen, vielen Dank im Namen aller Zuhörer und Zuschauer. Und wir sehen uns sowieso bald. Und an alle, die jetzt gerade noch online sind, go for flow, bleibt gesund und munter. Und immer vorsichtig, gut informiert und dann kriegen wir das alle hin. So, das war's mit dieser Folge der Flowgrade Show. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Für weitere Informationen geh gerne auf die Webseite auf flowgrade.de/corona. Dort findest du andere Interviews, die ich bereits aufgenommen habe, unter anderem mit dem Iceman Wim Hof über die Atemtechnik, die dein Immunsystem stärken kann. Und viele weitere Informationen, unter anderem zu den Supplements, die ich persönlich nehme zur Stärkung meines Immunsystems. Das heißt, einfach auf flowgrade.de/corona gehen. Dort findest du weitere Infos. Jetzt bis zum nächsten Video. Abonnier gerne diesen Kanal, dann verpasst du nichts mehr. Go for Flow!